Welcome, meine Lieben, zurück zu A Bavarian Tale. Totgeschwiegen. So, wir sind fast, glaube ich, irgendwann mal am Ende. Die hatte doch irgendwas bei irgendeinem Grab versteckt. Ich habe das wieder total vergessen, ne? Egal, ist jetzt nicht so schlimm. Wir gehen weiter. Mit Kati soll man sprechen. Und mit dem Lehrer. So, der Lehrer ist ja eh gleich hier. Dass der Pfarrer unschuldig ist, also der war's auch nicht. Hallo, Herr Leibel. Wir haben also keine Verdächtigen mehr. Und der Mörder ist weiter unter uns, bedroht das Leben aller und schüchtert alle progressiven Denker im Ort ein. Schmidt, ich bin mir sicher, Sie haben alles getan, was Sie konnten. Aber diese Ermittlung scheint in einer Sackgasse zu stecken. Wir werden auf alle Fälle nicht darauf warten, dass der Mörder sich das nächste Opfer unter den liberalen Kräften im Ort sucht. Wenn sie nicht durch ein Wunder doch noch den Schuldigen ermitteln, sehen wir uns gezwungen zu handeln. Wir müssen unsere Vorbereitungen für das Schlimmste treffen. Dieses verdammte reaktionäre Pack wird zur Rechenschaft gezogen. Tun Sie mir einen Gefallen und ziehen Sie den Kopf ein, bis dieser Sturm vorbei ist. Oh Gott, bloß nicht. Okay, jetzt sprechen wir nochmal mit Kati. Was ist denn mit euch hier? Nee, nix. So, Kati. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Sie wollen gegenseitig die Schädel einschlagen. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ja, mei, Valentin, ich hab's schon gehört. Alle sind ganz auseinander, keiner traut dem anderen mehr. Wir sind bloß so weit gekommen. Der ganze Ort ist in zwei Lager gespalten und jeder schürzt auf den anderen. Valentin, Sie sind einer von den wenigen, die nur alle fünf beieinander haben. Sie müssen den Mörder finden, bevor alle komplett adrennen. Haben Sie denn gar keinen Anhaltspunkt mehr? Ja, da haben Sie recht. Zuerst stirbt er die Frau, dann bringt sie den Markt um. Vielleicht sollten Sie da mal genauer hinschauen. Sie, ich hab eine Idee. Ich gebe Ihnen einen feinen Obstler mit. Dem Schormeier muss man schon was zum Zungelösen mitbringen. Was darf ich Erna gut? Okay. Zum Schormeierhof. Der ist ja wieder so weit. Oh, na gut. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt echt in der Sackgasse. Ich dachte, wir sind jetzt fast durch. Und jetzt kommen wir gar nicht weiter. Mann, ja. Na gut. Lärchen beim Lager von die Pasqualini-Burschen. Die sind überfällig. Sonst kommt der Bortenkäfer und dann sind sie hier. Was? Oh, weia, da ist weg. Schau mal, ja. Obwohl. Warte mal, ist das hinten der Schaumeier oder war der oben? Ach nee, da war ja das Lager. So, und weiter geht's. Gleich da. Ei, ich finde, das haben sie aber ganz schön weit gemacht.
das mit dem Hof. Jetzt wird's dunkel, ne? Bah. Nein. Achso, wir können mal noch, eigentlich müsste ich mir die alle nochmal durchlesen, ne? Okay, mal erstmal weiter. Ja doch, Schaumeierhof. Dann ist ja richtig. So, da sind wir. Ui, der Sound ändert sich sofort. Ich habe Ihnen eine Flasche Obst mitgebracht. Mei, die Kathi. Ist schon eine gute. So gute Schwammerl auch. Da kannst du nicht sagen. Wirklich nicht. Ja, dann Valentin, geh weiter, hock die her. Machen wir den Schnaps auf. Den spülen wir jetzt halt alles runter. Das hilft ja nix. Ob's mir gut geht, Valentin. Schau ja aus, als ob's mir gut geht. Das glaubst du ja selber nicht. Überall sterben die Leute, wie die fliegen. Da fragt man sich schon. Na, Valentin. Ich frag mich schon. Ich sag dir ganz ehrlich. Normal ist das alles schon lange nicht mehr. Das alles da. Aber jetzt sag ich dir mal was, Valentin. Gib Obacht. Ich glaube nämlich, ich verstehe das alles langsam. Obacht? Da gibst du Obacht? Letzte Nacht, da hab ich's gesehen. Bei Gott, ich hab's gesehen. Und da hab ich verstanden, was los ist. Das ist ein Fluch, Valentin. Ein Fluch liegt auf dem Hof. Das ist alles verflucht. So muss es sein. Nur so kann es sein. Ich sag's dir, Valentin, das ganze Unglück, das ist ein Fluch. Wir sind alle verflucht. Und dann haben wir die arme Magd nicht einmal anständig beerdigt. Die Geister da umeinander, das wird die uns nie verzeihen. Nie. Wir sind im Tode geweiht. Da stehen wir machtlos vis-à-vis, da kann ich gar nichts machen. Was soll ich denn sagen? Wie geschieht uns alles ganz recht so. Aber, Valentin, du kannst doch mit die Leute reden. Du bist doch so einer. Man hat den ganzen Tag nichts anderes. Um einander reden mit die Leute reden. Kannst du nicht mit der Hexe im Wald oder mit dem Pfarrer? Ich weiß da nicht, wer da zuständig ist. Vielleicht kannst du ja mit Bayern noch überzeugen, dass er die Zinze doch noch richtig begraben lässt. Darfst du dann mit ihm reden? Hä? Und auch mit der Resi. Die kann da doch sicher was machen. Die kennt sich doch aus mit so Flüchen. Die muss mal einen Schutz auf dem Hof legen. Ein Schutz vor den Bösen. Hilf mir, dann hilf ich dir. Also, das bin ich verloren. Das ist alles verloren. Okay, wow. So, Kräuterhexe Resi. Ja, es geht doch noch weiter. Ob es wirklich jetzt ein Fluch ist? Oder doch einer, der hier rumgeistert. Aber jetzt ist der Arzt tot. Das macht mich echt irre. Dann fragen wir erstmal die Resi. Und den ganzen Weg zurück. Marsch.
Na, den Hof hätten sie aber nicht so weit wegsetzen müssen. Guten Tag, der Holzfäller. Wir sind mit dem Stück Wald auch nicht weitergekommen. Da liegen die Kühe im Bach. So, fast geschafft. Ah, da ist er. Die Eule. Ach, das ist nicht die Kräuterhexe. Ich dachte, das ist die Eule, die Kräuterhexe, die Resi. Wer ist denn waren wir? Resi. Okay. Jetzt muss ich überlegen. Nee, das ist Renate. Resi. Eieiei, muss ich gucken. Haben wir erstmal einen Pfarrer? Was hat er denn? Oberleitner. Na egal. So, wo ist denn jetzt der Fahrer? Das fehlt mir so ein bisschen, dass meine Glitch reingehen können. Der immer noch hier hinten oder was? Hä? Jetzt sitzt er da. Lol. Ich
Ah. Was ist denn mit den Vögeln hier los? Oh! Das ist ja Hammer. Grüß Gott. Aber Valentin, was gibt es denn da zu besprechen? Etwa weil die arme Zenzi nicht auf dem geweihten Gottesacker bestattet werden konnte? Das ist freilich tragisch, aber da sind mir die Hände gebunden, lieber Valentin. Wer sich entscheidet, auf diese Art aus dem Leben zu gehen, hat keinen Platz zwischen seinen christlichen Brüdern und Schwestern. Ah. Ich würde es auf alle Fälle berücksichtigen, auch wenn das kein einfacher Prozess wird. Der Selbstmord ist eine schwere Sünde. Oh, ist das gemein. Oh, ich kann nicht hingucken. Oh. Halt, stopp. Da haben Sie recht. Und der Herrgott ist ein gnädiger Hirte. Ach, Valentin, da haben Sie auch wieder recht. Das stimmt natürlich und den möchte ich gerne erfüllen. Mein lieber Valentin, was der Herr Pfarrer sagen möchte und was er sagen kann, steht leider nicht immer auf derselben Seite geschrieben. Ich trage schließlich eine Verantwortung für alle meine Gemeindemitglieder. Mir scheint jedoch, du findest Gehör an den richtigen Stellen. Sofern aus der Gemeinde keine Beschwerden kommen, gibt es einen gewissen Spielraum, in dem ich mich als Geistlicher bewegen könnte. Ich werde mich darum kümmern, dass der Körper von der Zenzi noch heute auf diesem Friedhof gebettet wird. Danke. So, jetzt muss ich erstmal gucken, die Resi, Kräuterhexe Resi, wer liegt denn hier? Auch eine Fistner, alles Fistners. Fistner? Glas. Hm, okay. Ich muss noch das Kegelspiel machen. Hack und Zack, da spinnert die Leubel. Der hat ja doch vollkommen am Radl. Stimmt, Herr Buchermeister. Der trat total am Radl. Da hätten wir schon viel früher was unternehmen müssen. Da haben Sie recht, Herr Buchermeister. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Echt jetzt? Nee, das ist die Apollonia. Christi Valentin, was bringt die her? Gar nichts, okay. Wer war denn die Resi, sag mal? Nee. Ich will es nicht. Thank you.
Da war der Kuckuck. Hatte ich nicht noch eine Laterne? Hä? Da ist keine Laterne mehr, oder was? Oh. Sie wohnt in der Nähe seines Hofes im Wald. Ajo, die kenne ich noch gar nicht. Ja, Glückwunsch. Schon wieder völlig daneben. Wie sie sehen, sind sie nix. Muss ich mich mal hinlegen, ja. Ey, das war gerade mal der Sonnenuntergang. So, das passt schon. Man sollte die Aufgaben auch lesen, ne? Jetzt müssen wir wieder dahin. Sind sie nur die Aufgaben. Und wieder dahin laufen. Mal ganz kurz. Ah ja, doch, da dann. Na gut, das machen wir jetzt noch. Da rennen wir nochmal zur Resi. Schauen wir mal der Resi. Ich muss da irgendwann auch mal durch sein mit dem Spiel. Alle meine Kollegen sind schon durch, nur ich noch nicht. Ajo. Jetzt bin ich doch schon wieder falsch abgebogen. Ist doch das Räuberlager. Ach, jetzt habe ich geträumt. Jetzt hat sie geträumt. Mei, mei, mei. So, weiter, weiter, weiter. Bella. Wieso gibt es denn keine Pferde? Da könnte man reiten. Ist da ein Grab? Was? Ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Und wir laufen von dannen. Lauf, Valentin, lauf. Da muss es jetzt hier lang sein, ne?
könnte auch da sein. Aber wir gehen mal dahin. Der Sumpf. Ja, doch richtig. Da Resi. Ja, ich hatte eine Schwester. Wie ich früher Eltern hatte und einen Glauben in die Menschheit, nach und nach habe ich sie alle verloren. Mhm. Ich kann nicht einmal sagen, was zuletzt. Das spielt auch keine Rolle. Die Zenzi. Sie fehlt mir jeden Tag. Jedes Mal, wenn ich aufwache, muss ich erst wieder verstehen, dass sie mich nie wieder besuchen kommen wird. Jetzt bin ich ganz allein auf der Welt. Hab, was die Natur mir gibt, bis ich irgendwann selbst ein Teil davon werde. So muss es kommen eines Tages, ja. Die Zenzi, die war schon ein guter Mensch. Die hat alles nur gut gemeint. Natürlich war auch die Zenzi nicht frei von Schuld, aber viel war sie, was die Leute aus ihr gemacht haben. So ist es doch bei uns allen. Sie war eine, die sich gekümmert hat. Und gesorgt hat sie sich um mich. Sie war ganz warm, hatte so viel Liebe in sich. Das hat man sofort gesehen. Und jetzt ist sie weg. Und kommt nicht mehr. Mhm. Ich wüsste nicht, was sie das an... Ja, gut. Schau mal, ja. Ob ich mich mit Flüchen auskenne? Ich höre einfach zu, wenn die Natur spricht. Versuche zu verstehen, was die Pflanzen mir sagen und spüre die Energien, die mich umgeben. Ich empfehle einen Talisman. Ich kann dir einen machen. Der sollte helfen, schützen. Das wird nicht lange dauern. Bevor Super. Du fragst, Geld mag ich keins. Davon brauche ich nicht viel. Was ich brauche, ist Mohn und nicht zu wenig davon. Okay. Du hast welchen gefunden? Natürlich habe ich mich auch an meinen Teil der Abmachung gehalten. Da schau, hier ist der Talisman. Er muss immer am Körper getragen werden, sonst schützt er nicht. Und solltest du den Talisman weitergeben wollen, dann macht es nur bei Vollmond. Da reinigt er sich selbst und kann die neue Energie aufnehmen. Andernfalls ist er nutzlos, absolut nutzlos. Dann kannst du ihn gleich nehmen und in den Fluss werfen. Verstehst du, Valentin? Dann war alles umsonst. Nun ja, viel Glück soll er dir bringen. Hm, vielen Dank. Ja, und wie glauben Sie, dass ich Ihnen bei Versorgungsengpässen hier aus meiner Hütte im Wald helfen kann? An Geld habe ich kein Interesse und letztendlich... Diese Menschen bringen böses Blut. Ich spüre das. Das sind diese Pasqualinis, sagte Hans Girgel. Von denen hat man schon gehört. Sie sicherlich auch. Und jetzt treiben die sich hier herum und machen keinen Halt vor niemandem. Erst neulich war ich Kräuter sammeln, da haben sie mir aufgelauert. Ich habe deren hungrige Blicke schon gespürt, die kenne ich schon. Da bin ich gerannt und habe mich im Wald versteckt. Die Natur schützt mich. Da bin ich sicher. Hm, okay. So, dann haben wir jetzt den Talisman. Oh. Ah, nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte einen Pilz hier haben. So. Kiste. Schloss knacken. Ja.
Quatsch jetzt. Sehr schön. So. Dann wollen wir mal wieder zurück. So, meine Lieben, dann machen wir für die Folge jetzt auch Schluss. Jetzt haben wir die Zenzi kennengelernt, jetzt haben wir den Talisman. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir zum Schaumeier gehen. Das sind die letzten Aufgaben und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.